Klasse 4C aus der Volksschule Schweinester in Telfs. Und wir sind heute zu Besuch im Tiroler Landtag. Dazu haben wir einen Film gemacht. Viel Spaß mit unserem Film. Film ab! Wir sind hier im Tiroler Landtag. Hier wird über Gesetze abgestimmt. Und zwar Landesgesetze. Die gelten nur für Tirol. Tirol darf sich selber Gesetze machen. In folgenden Bereichen: Rettung im Krankenhäuser, Naturschutz, Forstwirtschaft, Kindergarten. Das waren ein paar Beispiele. Hallo, wir sitzen heute auf ein paar der wichtigsten Stühle in Tirol. Aber warum denn? Naja, wir sind heute im Tiroler Landtag. Und zwar sitzen wir da, wo normalerweise die Landesregierung sitzt. Aber was ist eigentlich die Landesregierung? Die Landesregierung steht an der Spitze der Verwaltung und hat die Aufgabe, die Gesetze umzusetzen. Hier sitzt der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau. Hier sitzt der Stellvertreter oder die Stellvertreterin. Es gibt sogar zwei. Und dann noch 5 Landesräte oder Landesrätinnen. Bund, Land und Gemeinde sind politische Ebene. Die Aufgabenverteilung in einem Land ist sehr wichtig, damit sich nicht alle um alles kümmern müssen. Der Bund betrifft das ganze Land. Er kümmert sich um Gesetze, die ganz Österreich betreffen. Zum Beispiel die Schulpflicht. Der Begriff Land bedeutet Bundesland. Tirol ist zum Beispiel ein Bundesland. Das Land Tirol kümmert sich um Natur- und Jugendschutz. Die Gemeinde ist die kleinste Einheit. Wie zum Beispiel Reit. In der Gemeinde wird geregelt, wo ein Haus gebaut wird und wie lange der Kindergarten offen hat. Hallo, herzlich willkommen. Heute beschäftigt uns besonders die Demokratie. Was ist denn überhaupt Demokratie? Demokratie ist die Herrschaft des Volkes. Das heißt, dass jeder über 16 Jahren in den österreichischen Bundesländern wählen darf. Genauer gesagt, wählen wir die Volksvertreter, die dann die Gesetze machen. Bei der Diktatur zum Beispiel darf das Volk nicht mitentscheiden. Es ist also wichtig, dass wir die Demokratie schützen. Und jetzt gehen wir raus und fragen die Passanten, was sie zu dem Thema sagen. Kommt's mit? Nun, mitten im Herzen Innsbrucks, vor der Annasäule, fragen wir einige Passanten nach ihrer Meinung. Warum ist es gut, dass Österreich eine Demokratie hat? Ich würde sagen, dass es einfach die beste von allen Alternativen ist, solange die Leute eben daran teilnehmen. Was können wir alle für die Demokratie tun? Wählen gehen und schauen, dass jeder wählen geht, weil das Wahlrecht, das war damals schwer zu erkämpfen und deshalb sollte eigentlich jeder wählen gehen, dass die Demokratie erhalten bleibt. Was halten Sie von Wählen ab 16? Also ich finde es positiv, weil man dann schon vor dem 18. Lebensjahr seine Meinung eigentlich durchsetzen kann und sich auch fürs Land einsetzen kann, indem man wählt. Wie haben Sie sich auf Ihre erste Wahl vorbereitet? Ja, also es war eigentlich so, dass ich im Internet einmal nachgeschaut habe. Da war von allen Parteien, war da irgendwie so die verschiedenen wichtigsten Punkte, waren da aufgelistet. Vielen Dank für das Interview. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt und sagen Danke fürs Zuhören. Und das war's schon von uns. Servus und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.